Von AVM habe ich hier so einen Powerline-Adapter bekommen, ein 1220E. Und wenn man den im Auslieferungszustand hat, also frisch gekauft hat zum Beispiel oder wie ich von AVM bekommen, dann ist der nicht auf dem neuesten Stand. In dem Video schauen wir uns jetzt an, wie wir den aktualisieren können. Es gibt zwei Methoden, das zu tun. Eine Methode ist über die Software, AVM Powerline heißt sie, glaube ich. Es gibt aber einen eleganteren Weg, der auf jedem Betriebssystem funktionieren sollte, und zwar über die Fritzbox-Web-Oberfläche. Wer natürlich keine Fritzbox hat, der muss die Software nutzen. Ich zeige jetzt aber den Weg über die Web-Oberfläche. Ich habe also eine Fritzbox schon laufen, die ist quasi mit diesem Kabel hier verbunden. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist dieses Teil anschließen und ein Kabel reinzustecken. Was man dann sieht, ist, dass das Teil hochfährt. Die Lämpchen fangen hier das Leuchten an. Ich versuche es mal ein bisschen schöner zu drehen in die Kamera. So, jetzt sieht man das ein bisschen besser. Jetzt ist er hochgefahren, hat auch schon hier eine Verbindung zum LAN-Port bekommen und er ist auch im Powerline-Netzwerk angemeldet. Meines Wissens nach ist diese Anmeldung im Powerline-Netzwerk nicht notwendig. Man bekommt das Gerät dann trotzdem in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt. Wir wechseln jetzt also mal auf die Fritzbox. Wie ihr auf die Web-Oberfläche im Browser zugreifen könnt, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich euch jetzt hier. Deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein. Ich melde mich jetzt einfach mit meinem Passwort an. Um das Update jetzt durchzuführen, navigiere ich auf der linken Seite auf Heimnetz und auf Mesh. Und ich sehe jetzt hier in meinem Netzwerk schon mal meine beiden Powerline-Adapter. Der untere hat schon die aktuelle Version, der obere hier, der hat noch nicht die aktuelle Version. Stört euch jetzt nicht dran, die Darstellung ist, glaube ich, nicht so ganz richtig, aber soll uns nicht stören, wir führen jetzt einfach mal das Update aus. Sobald einer von diesen Adaptern verbunden ist, werden die hier in der Mesh-Übersicht angezeigt. Ich drücke also einfach auf Update ausführen. Dann zeigt er mir nochmal an, was die alte und die neue Version ist und ich sage einfach Update starten. Und das dauert jetzt hier einen Moment, deshalb spule ich mal. Nach dem Neustart hat sich hier auch die Anzeige wieder gefangen. Die sind nämlich tatsächlich beide über eine Gigabit-Verbindung verbunden und der Button Update ausführen fehlt jetzt auch hier.